Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echte Fälle, dem True Crime Format auf diesem Kanal. Vor 8 Jahren, da habe ich ein Video über David Crowley gemacht, denn er und seine ganze Familie, die wurden in den ersten Januartagen 2015 tot in ihrer Wohnung gefunden. Alle drei mit tödlichen Schussverletzungen. Diese ganze Sache ist natürlich tragisch genug, aber hinter David Crowley steckt eine Riesengeschichte. Jetzt, 8 Jahre später, sind viele Dinge ans Licht gekommen, die man damals, als ich darüber berichtet habe, noch gar nicht wissen konnte. Deshalb habe ich mich entschlossen, noch einmal ein Video über dieses Thema zu machen, aber diesmal mit allem, was es dazu an neuen Informationen gibt. Neu natürlich in Bezug auf das erste Video. Ob dieses Video hier das Licht der Welt auf YouTube erblicken wird oder mit welchen Einschränkungen auch immer, das werden wir ja dann sehen. Möglicherweise ist es so, dass die ersten von euch, die dieses Thema kennen, jetzt sagen: Mythenmetzger, du alter Mythenmetzger, wieso schreibst du 8 Jahre nach dem Tod der Familie, warum schreibst du nicht nach dem Mord an der Familie? Das hat den Grund, dass ich hier in diesem Video neutral schildern möchte, welche Theorien es mittlerweile über den Tod der Familie gibt. Und danach kann sich dann jeder so seine Gedanken machen, was die Ursache für den Tod der Familie war. Damit man nachvollziehen kann, wie es zu diesen einzelnen Theorien kam und sich dann hinterher die Gedanken darüber machen kann, welche denn nun zutreffend sein könnte, habe ich diese ganze Sache in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Wir kommen jetzt zum ersten. Es ist der 17. Januar 2015. In diesem Haus am Randall Drive in Apple Valley in Minnesota, USA, werden 3 Tote gefunden. Es sind David Crowley, seine Frau Comelle und seine 4-jährige Tochter Rania. Alle 3 weisen Schussverletzungen auf. Die Polizei, die geht sehr schnell von einem Familiendrama aus, einem erweiterten Suizid. Derartige Fälle gibt es leider immer wieder. Das kommt weltweit vor. Und man hätte das damals vielleicht auch einfach so hingenommen, wäre es dabei nicht um seine Familie und um David Crowley selbst gegangen. David Crowley, der wurde am 7. Juli 1985 als mittleres Kind von Dan und Kate Crowley geboren. Er hatte einen 3 Jahre älteren Bruder namens Dan Jr., der später den Beruf des Personal Trainers ergriff, und eine 2 Jahre jüngere Schwester namens Allison, und die studierte Architektur. Die 3 wuchsen mit ihren Eltern in Owatonna in Minnesota auf. Davids Vater, Dan Senior, der war Ingenieur und der hatte ein eigenes Unternehmen, das Anlagen zur Beschichtung von Solarpanelen herstellte. Als David 20 Jahre alt war, da ließen sich seine Eltern dann scheiden. In der 9. Klasse, da lernte David in einem Computerkurs einen Jungen namens Michael kennen. Die beiden begannen damit, Paintball zu spielen. Das war etwas, das die beiden mit vielen anderen Jungen in ihrem Alter verband, die dasselbe Hobby hatten. Sie trugen Uniformen, sie trugen Helme, Rucksäcke, sie legten Tarnbemalung an und spielten dann ihre Spiele. David brachte irgendwann einmal die Videokamera seines Vaters mit und das Ganze entwickelte sich dann so, dass sie kleinere Filme drehten. Am Wochenende, da trafen sich die Jungs dann bei irgendeinem von ihnen zu Hause und sahen sich die Filme an. Gegen Ende des 11. Schuljahres, da erzählte dann David seinen Eltern, dass er und Michael nach der Schule nicht auf eine Uni gehen würden, sondern sie wollten zur Armee. Seine Eltern, die hätten lieber gesehen, dass David eine Universität besucht hätte, aber das Wohlergehen ihres Sohnes, das lag ihnen so am Herzen, dass sie dem Ganzen dann zustimmten. Im Juni 2004 absolvierten David und Mitch dann die Grundausbildung in Fort Benning in Georgia. Und dann wurde Mitch nach Afghanistan versetzt und David nach Deutschland geschickt. Während seine Kameraden abends ausgingen und feierten, da blieb er lieber in der Kaserne und brachte sich im Eigenstudium Deutsch bei. Ebenso lernte er aus Kalkulations- und Chemiebüchern. 2006 wurde er dann in den Irak versetzt,
wo er als Mörserschütze eingesetzt wurde. Und da hatte er dann ein einschneidendes Erlebnis. Es gab dort einen Anschlag mit einer Autobombe, bei dem 40 US-Soldaten getötet wurden. Und zahlreiche Soldaten wurden lebensgefährlich verletzt. Als einer der ersten traf dort eine Gruppe von Soldaten ein, der auch David Crowley angehörte. In sein Tagebuch schrieb er darüber: Dutzende Männer lagen auf dem Boden und stöhnten, schrien und jammerten. Ihre Körper waren zerfetzt. Ich hob eine schwer verletzte Soldatin auf und legte sie auf den Sitz in unserem Fahrzeug. Ihr halber Körper war ein gelbes Durcheinander. Ihre Haut hing in Fäden herunter und sie wimmerte: Können wir uns bitte beeilen? Können Sie sich bitte beeilen? Damit endet der Eintrag über dieses Erlebnis von Crowley. Ende des Jahres 2009 wurde er dann wieder zurück nach Deutschland versetzt. 2007 wurde David Crowley dann nach Fort Hood in Texas versetzt und 2008, da lernte er dann seine spätere Frau Kamel kennen. Sie war Studentin der Baylor Universität und sie wohnte noch zu Hause bei ihren Eltern, der Mutter Naila, dem Vater Anjum Alam und ihrer jüngeren Schwester Sidra. 3 Jahre zuvor war die Familie aus Pakistan in die USA geflohen. Und in Pakistan, da haben sie sehr viel zurückgelassen. Diese Familie stand sich finanziell ausgesprochen gut. Die Mutter und die Mädchen hatten jeweils eigene Chauffeure. Und ihr Haus und der Haushalt, die wurden von Bediensteten geführt. In den USA mussten sie dann lernen, für sich selbst zu sorgen. Wenige Wochen nachdem die beiden sich kennengelernt hatten, erfuhr David, dass er nach Afghanistan versetzt werden sollte. Er hatte nur noch eine relativ kurze Restdienstzeit und war überhaupt nicht damit einverstanden. Er legte Widerspruch ein, wurde aber trotzdem nach Afghanistan versetzt. Vorher heiratete er aber noch Kamel. Und um das Ganze zu verkünden, ging er zusammen mit Kamel zu ihren Eltern. Die Eltern von Kamel, die sagten später, dass sie völlig unter Schock gestanden hätten. Aber schließlich sagten sie: Na gut, wenn ihr euch liebt, wer zum Teufel sind wir, dass wir uns zwischen euch stellen. Die beiden, die heirateten dann. Und jetzt kommt etwas, das ist wichtig. Das müsst ihr euch für eine der Theorien über diese ganze Sache merken. Kamel musste dazu vom Islam zum Christentum übertreten. Kurz nach der Hochzeit wurde David dann nach Afghanistan versetzt. Ihm war klar, er hätte sich weigern können, aber das Ganze hätte dann wahrscheinlich zu einer Gefängnisstrafe geführt, die länger gewesen wäre als seine vorgesehene Dienstzeit in Afghanistan. Aber er hatte einen Plan. Kaum in Afghanistan angekommen, da teilte er seinem Vorgesetzten mit, dass er aufgrund seiner persönlichen Einstellung und wie diese ganze Sache gelaufen war, nicht mehr dafür garantieren könnte, dass er in der Verfassung sei, seine Kameraden bei Angriffen zu schützen. Daraufhin wurde er in die Poststelle versetzt und den Rest seiner Dienstzeit, da war er einigen Schikanen durch seine Vorgesetzten ausgesetzt, die ihm das Leben natürlich nicht leicht machen wollten. Seine anfängliche Begeisterung für die Armee, die drehte sich dann fast schon in so eine Art Hass auf die Armee. Das Ganze steigerte sich dann dahin, dass er seiner Frau Kamel verbot, ihn bei seiner Rückkehr in Empfang zu nehmen. Normalerweise findet das Ganze auf einem Flughafen statt, da sind dann die Soldaten, die werden dann in die Arme ihrer Familien entlassen. David Crowley sagte, seine Frau solle vor dem Flughafen warten, weil er sich von der Armee nicht vorschreiben lassen wollte, wann er seine Frau sehen darf. Seine Frau, die war noch vor seiner Abreise nach Afghanistan von ihm schwanger geworden. Und im September 2009 kam dann seine Tochter Rania zur Welt. Die Familie zog nach Waco, Minnesota. Kamel, die kannte dort niemanden und sie war sehr unglücklich und am Telefon klagte sie ihrer Schwester einmal, es sei so deprimierend dort und es sei immer kalt. Zusammen mit seinem Freund Michael, da besuchte David Crowley dann eine Filmschule. Sie besuchten dort das Programm Digital Video and Media an der Minnesota School of Business. Seine Frau Kamel, die nahm eine Stelle als Forschungsassistentin an der Universität von Minnesota an. Zu diesem Zeitpunkt hatte David sich schon verändert. Er wollte nicht, dass Kamel Kollegen nach Hause einladen würde. Er wollte nicht, dass sie privaten Kontakt mit Kollegen habe. Er wollte, dass nichts von ihnen nach außen drang. Er war misstrauisch jedem gegenüber geworden.
Nicht wenige Menschen denken, dass der Tod von David Crowley und seiner Familie mit seinem Film Grey State zusammenhängt. 2010, da besuchte David die Filmhochschule und über seinen Professor lernte er dort einen Mann namens Danny Mason kennen. Die beiden unterhielten sich über die verschiedensten Themen und irgendwann schickte Mason David eine E-Mail mit Links zu Webseiten. Auf diesen Webseiten, da ging es um die sogenannten Verschwörungstheorien. Es ging um unterdrückte Informationen, es ging um geheime Pläne gegen die eigene Bevölkerung. Mason sagte später aus, dass David ihm erzählt habe, dass er 24 Stunden wach war und sich all diese Webseiten ansah und las, was darauf geschrieben wurde. Und er beschloss darüber, einen Film zu drehen. Und dann begann er mit der Recherche. Und zeitgleich begann er damit, ein Drehbuch zu schreiben. Dieses Drehbuch gab es dann in 6 verschiedenen Versionen. Und letztendlich entschied er sich dann für die eine Version, die er verfilmen wollte, mit dem Titel Grey State. Und in dieser Version ging es darum, dass eine fremde Macht die USA angreift und auch anfängt, die USA einzunehmen. Diese fremde Macht übernimmt die Regierung in den USA und es kommt zu Aufständen in der Bevölkerung. Dann werden die Kräfte des Staates, die Armee und vor allem die FEMA gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Und das, was so ein bisschen nach Science Fiction klingt, das hatte aber einen realen Hintergrund und der beschäftigte sogar die Politik in den USA. Und all das, was David Crowley herausgefunden hatte und in seinem Film verarbeiten wollte, das wurde als Verschwörungstheorie erst einmal plattgeredet. Inzwischen aber sind einige Dinge eingetroffen und es sind Unterlagen veröffentlicht worden, die zeigen, dass es so kommen könnte, wie David Crowley in seinem Film schildern wollte. Nur konnte er diesen Film nicht mehr fertigstellen. Und insbesondere die FEMA spielt dabei eine sehr unrühmliche Rolle. Und da gibt es auch ein paar sehr merkwürdige Dinge in Bezug auf diese Organisation. Die USA verfügt über eine Reihe von Einrichtungen und Organisationen, die für die innere Sicherheit zuständig sind. Und zum Bereich innere Sicherheit, da gehört natürlich auch ein Katastrophenschutz. In den USA, da war das einmal die FEMA, die Federal Emergency Management Agency. Einen größeren positiven Bekanntheitsgrad in den USA erhielt die FEMA durch ihren Einsatz beim Hurricane Katrina oder bei 9/11. Zu ihren Aufgaben gehörte zum Beispiel auch, den Menschen beim Wiederaufbau ihrer Häuser zu helfen oder eben auch mit finanziellen Mitteln Unterstützung zu leisten. Nach dem 11. September wurde in den USA eine neue Organisation gegründet, das US Department of Homeland Security. Und dem wurde eine Reihe von Organisationen unterstellt, die für die innere Sicherheit zuständig waren und darunter auch die FEMA. Der Homeland Security wurde alles unterstellt, das irgendwie etwas mit innerer Sicherheit zu tun hat. Entgegen anfänglicher Pläne wurden davon aber das FBI und die CIA ausgeschlossen. Die Aufgaben der FEMA wurden geändert und ab nun war es so, dass sie zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung vor terroristischen und anderen Bedrohungen zuständig war. Für den Bedarfsfall wurden der FEMA dann umfangreiche Rechte eingeräumt. Sollte es zu einer Bedrohung kommen, dann wird die Regierung sozusagen in die Hände der FEMA abgegeben. Die FEMA hat das Recht, Leute aus ihren Wohnungen zu verweisen, um diese zu besetzen. Die FEMA hat das Recht, Lebensmittel der Menschen einzuziehen, wenn dies zur Ernährung der eigenen Mannschaften notwendig ist. Die FEMA hat das Recht, jegliche Aufstände auch mit Waffengewalt zu beenden. Wenn die FEMA für den Fall, dass einer der Fälle eintritt, für die sie zuständig sind, die Kontrolle über das Land übernehmen würde, dann hätte sie im Prinzip das Recht, über alles und jeden zu entscheiden. Und einer der Fälle, für die sie zuständig wären, das wäre dann eben auch der Fall, dass es zu Aufständen käme. Nun war es aber so, nach der Gründung der Homeland Security, da hätte diese dann angeblich angefangen, Lager einzurichten. Das wären dann die sogenannten FEMA-Camps. Und bei diesen FEMA-Camps, da würde auch schon der Laie erkennen können, dass die Sicherheitseinrichtungen nach innen ausgelegt sind und nicht nach außen. Also nicht, dass von draußen keiner hineinkommt, sondern dass von drinnen keiner rauskommt. Im Prinzip wäre das nichts anderes als Gefängnisse. Die FEMA streitet ab, jemals derartige Camps gebaut zu haben, aber es tauchen halt immer wieder Fotos auf, die diese Camps zeigen sollen.
Die FEMA sagt, wir bauen Lager, aber nicht diese FEMA-Camps. Wir bauen Einrichtungen für Menschen, die durch Katastrophen oder ähnliche Ereignisse ihre Heimat, ihre Wohnung verloren haben, um sie dort unterzubringen. Und diese Einrichtungen sind überhaupt gar nicht irgendwie mit Zäunen oder Wachtürmen geschützt. Sie sind nur umzäumt, aber jeder kann dort hinein und hinaus, wie er möchte. Andere sagen, nein, das ist nicht wahr. Ihr habt angefangen, Lager zu bauen. Es gibt Fotos davon. Und mittlerweile soll es davon in den USA rund 800 dieser Lager geben. Diese Lager, die sind eingezäumt und sie werden kameraüberwacht, haben Wachtürme und sie bestehen aus einer Reihe von Baracken und großen Plätzen, wo man die Menschen, die sich darin aufhalten, dann versammeln kann. Und jedes dieser Lager ist in der Lage, mehrere tausend Menschen aufzunehmen. Aber wie dem auch sei, die amerikanische Bevölkerung war über diese Gerüchte nicht besonders beunruhigt, denn die FEMA war ja da, um sie zu schützen. Und all diese Dinge, dass sämtliche Sicherungseinrichtungen nach innen gerichtet sind, die wurden damals mehr oder minder als Verschwörungstheorie abgetan. Und dann kam noch eine Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen auf. Nämlich die, dass die Homeland Security für die FEMA 1,6 Milliarden Schuss Hohlspitzgeschosse bei der Firma AKG geordert hatte. Vielleicht einmal zum Vergleich. Im letzten Irakkrieg wurden in Anführungsstrichen lediglich 6 Millionen Schuss verbraucht. Die FEMA erhielt aber 1,6 Milliarden Hohlspitzgeschosse. Und Hohlspitzgeschosse, die gelten im Übrigen auch in Kriegen als geächtete Waffe. Es handelt sich dabei um die landläufig Dumm-Dumm-Geschosse genannte Munition. Das ist Munition, die in den Körper eindringt, sich dort ausbreitet und beim Wiederaustritt große Löcher hinterlässt. Aber wie gesagt, das Ganze wurde zunächst als Verschwörungstheorie abgetan. Nur später bestätigte sich das Ganze, wie ihr zum Beispiel hier an den Presseausschnitten sehen könnt. Selbst hohe Kreise der US-Regierung oder der Kongress waren darüber überhaupt nicht informiert. Es gab dann natürlich eine ganze Reihe politischer Diskussionen und es gab Befragungen. Zum Beispiel, wofür braucht eine Organisation, die zur inneren Sicherheit dient und die Bevölkerung der USA schützen soll, 1,6 Milliarden Schuss Dumm-Dumm-Geschosse? Die Antwort der Homeland Security war, dass die meiste Munition für die Ausbildung der FEMA verwendet würde. Und dahinter hätte noch nie und würde auch nie der Gedanke stehen, diese Munition gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Aber man müsse für den Bedarfsfall eben gerüstet sein. Aber diese ganze Sache nahm noch erschreckendere Ausmaße an. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als herauskam, dass die FEMA 3,5 Millionen Plastiksärge bestellt hatte, in die jeweils 3 bis 5 Menschen hineinpassen. Auch dies wurde anfänglich energisch bestritten und als Verschwörungstheorie abgetan. Allerdings hat das Ganze sich bis heute dann bestätigt. Die FEMA argumentiert das Ganze so. Sie sagt, sie sei für die innere Sicherheit zuständig und dazu gehöre eben auch, dass man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass es zu sehr großen Anschlägen kommt mit chemischen oder biologischen Waffen. Und letztendlich wäre sie immer noch für den Katastrophenschutz zuständig. Und das gilt auch für die Möglichkeit, wenn es einmal einen atomaren Angriff gäbe oder ein verheerendes Erdbeben oder sonst irgendetwas, eine Seuche, die viele Menschenleben fordert zum Beispiel. Und um Seuchen zu verhindern, müsste man diese Menschen ja dann irgendwie beerdigen. Und natürlich würde ein Kauf von 3,5 Millionen Plastiksärgen nicht an die große Glocke gehängt. Man will die Bevölkerung ja nicht komplett verunsichern. Aber das Misstrauen, das war gewachsen. Was will eine Organisation, die angeblich zur inneren Sicherheit da ist, mit 800 Lagern, die wie Gefangenenlager eingerichtet sind, mit 1,6 Milliarden Schuss Hohlspitzgeschossen und 3,5 Millionen Plastiksärgen wirklich? Worauf bereitet sich diese Organisation wirklich vor? Und aufgrund dieser ganzen Informationen, die David Crowley schon hatte, als sie dem Rest der US-Bevölkerung noch so gut wie unbekannt waren, da schrieb er das Drehbuch zu seinem Film Grey State. Und dieser dystopische Film, der zeigt eben, wie es nach Crowleys Meinung aussähe, wenn die Regierung von der FEMA übernommen würde,
wenn Menschen unterdrückt erschossen würden dafür, dass sie Aufstände machen. Und in seinen Konzept-Trailern zu diesem Film, der ist ja letztendlich dann nie zustande gekommen, da zeigt er in sehr deutlichen Bildern, wie er sich das Ganze vorstellte. Und in diesem Film, da sollten dann eben auch die Dinge genannt werden, die damals kaum jemand wusste, eben die Existenz dieser Lager und wie sie ausgerichtet waren, der Kauf von 1,6 Milliarden Schuss dumm geschossen und die Anschaffung dieser Millionen von Särgen. Um diesen Film verwirklichen zu können, da brauchte er Geld und so wandte er sich dann an verschiedene Filmstudios in den USA. Er ging mit seinem Drehbuch und den Trailern dorthin, aber keines dieser Studios war bereit, diesen Film zu finanzieren. Also startete er eine Crowdfunding-Aktion und in kurzer Zeit kamen dort schon mal die ersten 61.000 Dollar zusammen. Und so hätte Crowley mit den Dreharbeiten zu seinem Film beginnen können. Dazu kam es aber nicht mehr. Und nun kommt etwas, ich weiß nicht, wie oft wir das schon bei derartigen Fällen hatten. Kurz vor seinem Tod hatte Crowley ein Telefonat mit einem Bekannten, der hieß Manson Hendricks. Und dem schilderte er, dass er eine Information hätte, die wie eine Bombe einschlagen würde. Um was es sich dabei handelte, das werden wir wohl nie erfahren, denn zu dieser Aussage kam er nicht mehr. Die Familie von David Crowley, die Familie von seiner Frau Kumail, viele seiner Freunde, viele, die an diesem Film mitgewirkt haben, sowie auch viele Menschen, die sich mit diesen Themen, Regierung, Geheimkomplotte und so weiter befassen, die sind der festen Meinung, dass David Crowley aus dem Weg geräumt wurde. Dass man verhindern wollte, dass er seinen Film fertigstellen kann und darin dann all das zu sehen ist, was damals kaum jemand wusste. Das ist so die Haupttheorie hinter dem Tod von David Crowley und seiner Familie. Aber die Ermittlungsbehörden, die sehen das ganz anders. Als man am 7. Januar 2015 David Crowley und seine Familie fand, da ging die Polizei eigentlich sofort von einem erweiterten Suizid aus. Damals wurden aber nicht viele Informationen darüber preisgegeben, wie sie zu diesem Schluss gekommen sind. Es hat recht lange gedauert, bis die ersten Informationen darüber an die Öffentlichkeit kamen, was man in diesem Haus vorgefunden hatte. Und das soll damit zu tun haben, dass die Polizei erst durch diesen Aufruhr im Internet, der damals entstand, mitbekam, wer David Crowley eigentlich war. Dann wurden nämlich noch einmal Spezialisten auf diesen Fall angesetzt und unter anderem auch eine Polizeieinheit, die sich mit Internetkriminalität und so weiter befasst. Es wurden dann verschiedene Dinge aus dem Haus der Crowleys beschlagnahmt, alle PCs, alle Laptops und 16 Festplatten, die dort lagerten. Nachdem diese ganzen Informationen abgeschlossen waren, da gab die Polizei dann ihr endgültiges Ergebnis bekannt und das war identisch mit dem, was sie zu Beginn hatten. Das Ganze soll ein erweiterter Selbstmord gewesen sein. Die Grundlage für die Theorie, die sie hatten, das war David Crowleys Tagebuch. Dazu kommen wir gleich. Wir befassen uns jetzt erst einmal mit der Auffindersituation. Als die Polizei von den Eltern von David Crowley benachrichtigt wurde, dass ihr Sohn sich überhaupt gar nicht mehr meldet, da betraten sie das Haus der Crowleys. Sie fanden dort im Wohnzimmer David Crowleys Frau Kumail vor und seine 5-jährige Tochter. Beide hatten eine Schussverletzung im Kopf. Ebenso fand man mit der gleichen Verletzung David Crowley. Etwas entfernt von ihm eine Waffe Kaliber 40. Wie man später feststellte, die Waffe, aus der die Schüsse abgegeben wurden. Und auch seine Fingerabdrücke befanden sich an dieser Waffe. An einer Wand, da war mit Blut Allahu Akbar geschrieben worden und das mit dem Blut von Kumail, also Gott ist groß. Auf dem Wohnzimmertisch fanden sie diese Notiz. Open the rice, most recent version, submit to Allah now. Nimmt man das wörtlich so, wie es da steht, dann heißt es, öffne oder beginne den Aufstieg, die jüngste oder neueste Version und unterwerfe dich Allah jetzt. Nimmt man die oberen beiden Sätze für sich, dann soll man den Aufstieg öffnen und zwar die neueste Version. Das konnte als Hinweis verstanden werden, sich die neueste Version des Konzept-Trailers zu Grey State anzusehen. Allerdings fand man darin nichts, was in irgendeiner Weise mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnte. Ja, und dann fand man das Tagebuch von David Crowley und da haben sich dann einige Gutachter dran gesetzt und
die sind eigentlich übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass sich bei David Crowley so langsam eine Psychose breitmachte. Anfänglich waren seine Einträge so, dass er alles noch sehr positiv schilderte, wie sehr er seine Frau liebte, wie sehr er seine Tochter liebte und dass das Leben ein einziges Abenteuer mit diesen beiden Frauen wäre und so weiter und so fort. Ab dem Moment, wo er sich dann anfing, mit Grey State und seinem Film zu befassen, da wurden die Einträge von Mal zu Mal immer finsterer. Es gab dann Einträge, dass er wüsste, dass das Schicksal für ihn vorgesehen hätte, in Vergessenheit zu geraten. Die Einträge, die wurden immer merkwürdiger und teilweise überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, was er überhaupt meinte. Durch die Autopsie von David Crowley und seiner Familie und Aussagen von Freunden und Bekannten, da konnte man den Tag, an dem sie verstarben, sehr gut eingrenzen. Und der lag 3 Wochen vor dem Tag, an dem man sie dann letztendlich fand. Und nur 2 Tage des ungefähren Datums, an dem sie verstarben, da hatte David Crowley einen sehr merkwürdigen Eintrag in sein Tagebuch gemacht. Er schrieb: Der Moment meiner Bestimmung ist gekommen, und wenn das Universum auf meine Zustimmung wartet, dann sage ich, tu dein Schlimmstes, du dreckige, klebrige Schlampe. Ich weiß, dass du mich belohnen und verführen wirst, bevor du tötest, was ich liebe, und vergräbst, was ich aufbaue, und mich so schrecklich wie möglich zerstörst, als schreckliche Vergeltung dafür, dass ich meine Fähigkeit so weit in deine schwarze Leere gestoßen habe, dass noch Generationen danach das ausbauen werden, was ich begonnen habe. Die Leere besiedeln, die Dunkelheit erobern, bis das größte Ziel erreicht ist. Die Psychologen, die dieses Tagebuch analysiert haben, die gehen davon aus, dass dieser Eintrag der Moment ist, in dem David Crowley sozusagen völlig aus dieser Welt ausgetreten ist. Es gibt aber noch andere Dinge, die darauf hindeuten, dass das Ganze tatsächlich ein Suizid gewesen sein könnte. Und zwar keiner, der für seine Frau nicht vorhersehbar war, sondern laut dieser Möglichkeit könnte sie damit einverstanden gewesen sein, dass man sich gemeinsam dann mit seiner oder ihrer Tochter aus dem Leben verabschiedet. Man geht davon aus, dass der Tag, an dem diese Tat geschah, kurz vor Weihnachten gewesen sein muss. Und das war genau die Zeit, in der David Crowley und seine Frau anfingen, Freunde zu besuchen. Die beiden, die sollen bei absolut guter Laune gewesen sein, ja sogar so ein bisschen überdreht. Und das hat man eben laut der Psychologen sehr oft bei Menschen, die den Entschluss gefasst haben, einen Suizid zu begehen. Und deshalb ist es für Verwandte und Bekannte oft so, dass sie sagen, es gab überhaupt keine Anzeichen, dass es denen irgendwie schlecht ging. Denn sich zu dieser Tat entschlossen zu haben, ist für diese Menschen so eine Art Erleichterung. Alles fällt von ihnen ab, was sie bedrückt hat, was ihnen das Leben schwer gemacht hat. Und deshalb sind sie in dieser Hochstimmung. Aber das war eben nicht das Einzige. Die beiden machten ihren Freunden Geschenke. Und sie brachten ihnen Dinge zurück, die sie sich irgendwann einmal ausgeliehen hatten bei ihnen. Bücher oder ein Videospiel. Sie gaben alles zurück an diese Freunde und beschenkten sie obendrein noch. Das alles zusammen mit diesen merkwürdigen Tagebucheinträgen macht es für die Polizei fast zu 100% wahrscheinlich, dass das Ganze eben ein Suizid war. Und es gibt auch einen sehr schwerwiegenden Umstand, der das zu belegen scheint. Denn offensichtlich hat David Crowley noch gelebt, als seine Frau und seine Tochter bereits tot waren. Man fand nämlich die nackten Fußabdrücke von ihm im Blut der beiden, das sich über den Boden ergossen hatte. Das bedeutet also, dass er da hindurchgelaufen ist. Ob Crowley dieses Allahu Akbar an die Wand geschrieben hat, das ließ sich im Nachhinein nicht mehr eindeutig feststellen. Das lag eben daran, dass dort so viel Blut gemischt überall herum lag und er halt auch mit den Händen da mittendrin lag. Die endgültige Klärung dieses Falles für die Polizei ist der erweiterte Suizid. Laut der Polizei konnte man in seinem Tagebuch regelrecht nachvollziehen, wie er immer weiter aus der Realität abdriftete und seine Frau regelrecht mitzog. Alles um sie herum war nur schwarz und schlecht und man hatte keine Zukunft mehr. Die Kollegen und Freunde, die mit ihm an diesem Film arbeiteten, die sagen etwas völlig anderes aus. Die sagen,
dass beide, er und Kumail, zwar sehr guter Stimmung waren, aber nicht völlig überdreht. Das mit der guten Stimmung hätte auch einen Grund gehabt, denn es hatte sich ein neuer Finanzier für den Film gefunden. Eigentlich hatten die Dinge sich so weit gerichtet, dass alles so lief, wie Crowley sich das Ganze vorgestellt hatte. Er hatte große Pläne, was die Umsetzung dieses Films anging. Und er war eben auch mit der Planung beschäftigt. Und das bedeutet ja, dass er eigentlich optimistisch in die Zukunft sah. Die dritte Theorie, die befasst sich damit, was an der Wand stand und auf diesem Notizblock zu lesen war. Diese Einträge auf dem Notizblock, die stammten von David Crowley, so viel konnte man dann feststellen. Ihr erinnert euch, die Familie von Kumail, die war aus Pakistan in die USA geflohen. Die Gründe waren, dass ihr Lebensstil da irgendwie in Ungnade gefallen war, ich nenne es jetzt einmal so, und sie dann das Land verlassen mussten. Sie hatten in den USA schon ein paar Verwandte leben und schlossen dann im Laufe der Jahre auch Freundschaften, vor allem auch mit Menschen, die aus Pakistan stammten. Wie ich anfangs erwähnt habe, ist Kumail, um David Crowley heiraten zu können, zum Christentum übergetreten. Und dann fand die Polizei eben diese Einträge auf diesem Schreibblock und das mit Blut geschriebene Allahu Akbar an der Wand. Als die Polizei am Tatort die Spuren aufnahm, befand sich dort ein Laptop und das war auf Standby. Als man dort nun Fingerabdrücke abnehmen wollte, da erschien dann plötzlich auf dem Monitor der Schriftzug Submit to Allah Now. Das, was sich auch schon auf dem Notizblock befand. Und es kam dann so die Frage bei einigen auf, ob David Crowley vielleicht gezwungen wurde, diesen Satz auf diesen Notizblock zu schreiben. Es ist ja so, dass der Austritt aus dem Islam für sehr strenggläubige Muslime bedeutet, dass man eigentlich den Tod verdient hat. Und Kumail hatte diesen Schritt getan. Und davon haben sehr viele Leute erfahren. Und so war die Frage, ob es möglich sein konnte, dass sehr strenggläubige Muslime sie dafür bestraften. Und dass sie David Crowley dazu zwangen, diesen Satz, sich Allah jetzt zu unterwerfen, auf diesen Blog zu schreiben. Diese Theorie, die kam irgendwann einmal auf in irgendwelchen Foren, war aber nie Bestandteil der Ermittlungen. Denn nachdem man erkannt hatte, dass die Handschrift auf dem Block die von David Crowley war, ging man auch davon aus, dass er diese Sache mit dem Blut von Kumail an die Wand geschrieben hatte. Die Frage des Warums und Weshalb, die wurde damit erklärt, dass er eben nicht mehr ganz bei Sinnen war. Es wurde viel darüber diskutiert, ob der Hintergrund für diese Tat wirklich der sein könnte, dass Kumail vom Islam zum Christentum übergetreten war. Kollegen, Freunde und die Familie von David Crowley, die sagen aber, Leute, das ist eine Nebelkerze. Zwischen David Crowley und seiner Frau Kumail, da spielte Religion nie irgendeine Rolle. Es hätte auch nie derartige Unterhaltungen über dieses Thema mit den beiden gegeben. Die waren herzlich uninteressiert an dieser Thematik. Warum sollte er dann jetzt so etwas auf dem Blog und auf die Wand schreiben? Das, so sagten die Bekannten und Freunde, ist eine Finte. Eine Ablenkung von den wirklichen Tätern. Es gibt viele Fragen, die einfach ungeklärt blieben. Die Polizei, die sagte, es hätte keinerlei Einbruchsspuren gegeben, was auch nochmal ein Hinweis darauf wäre, dass das Ganze eben ein Suizid war. Tatsache ist aber auch, dass die Polizei die Hintertür zum Garten halb geöffnet vorfand und man darf nicht vergessen, dort war strenger Winter. Warum sollte diese Tür also dort offen stehen? Die Eltern, die Geschwister und die Freunde von David Crowley und seiner Familie sind der Meinung, dass hier etwas vertuscht wird. Dass das Ganze eben doch etwas mit dem Film zu tun hatte, den er drehen wollte. Ferner sagen sie, da lag eine Kaliber 40. Wenn die knallt, hätte das die ganze Nachbarschaft hören müssen. Und das waren ja gleich mehrere Schüsse. Und niemand hat irgendetwas mitbekommen. Sie gehen davon aus, dass an dieser Waffe zunächst ein Schalldämpfer angebracht war, der nach der Tat entfernt wurde und man dann die Fingerabdrücke von David Crowley dort aufbrachte, indem man ihm die Waffe dann in die Hand drückte. Nur als man ihn auffand, da hielt er die Waffe ja gar nicht in der Hand, sondern die lag etwas entfernt von ihm. Aber auch das sieht die Polizei nicht als ungewöhnlich für einen Suizid mit Waffe an. Das hat man immer wieder, dass die Waffe dann irgendwie wegfliegt und etwas weiter vom Opfer entfernt auf den Boden fällt. Andere sind der Meinung, dass die Beweise nun wirklich ausreichend wären, dass die beiden gemeinsam mit ihrem Kind dann aus dem Leben scheiden wollten. Ja, das meiste, was ich jetzt hier in diesem Video erzählt habe, das war in meinem ersten Video noch gar nicht drin.
vor knapp 8 Jahren, weil das da alles noch gar nicht bekannt war. Damals gab es nur die Info, dass David Crowley und seine Familie in ihrem Haus erschossen wurden. Das war alles, was da bekannt war. Und natürlich diese ganze Sache mit seinem Film. Klar, das war natürlich auch bekannt. Das war ja auch das, was diesen Aufschrei im Internet verursacht hat, weil eigentlich für viele klar war, die sind beseitigt worden. Aber ist das wirklich so? Was meint ihr? Welche Theorie ist für euch die wahrscheinlichste? Ich setze euch in die Videobeschreibung noch einen Link zu der YouTube-Seite Grey State. Da gibt es so einige Videos drauf, da gibt es auch diese ganzen Konzept-Trailer zu sehen, die für diesen Film gemacht wurden und ein paar Interviews. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das ja einmal anschauen. Und es gibt dann noch einen Film, der heißt A Grey State, also mit einem A am Anfang und nicht nur Grey State, also A Grey State. Das ist ein Film, der über David Crowley gedreht wurde. Und in dem Film kam man dann übrigens auch zu dem Schluss, dass es ein Suizid war. Also nicht verwechseln, Grey State ist nicht Grey State. Und es gibt hier und da mal Filme, die nennen sich Grey State. Da sind dann Szenen aus diesen Konzept-Trailern eingearbeitet und dann wurde dann noch irgendwas zurechtgefummelt und erzählt, das wäre Grey State, aber das stimmt nicht. Der Film, der ist nie gedreht worden. Es gibt immer ein paar Aasgeier, die sowas dann ausnutzen für ihre Zwecke. Ja, wenn ihr das Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.